Hey, willkommen zu einer neuen Baufolge hier zum Krankenhaus in Willow Creek. Das heißt wirklich so das Grundstück. Ich bin Daniel von SimFancy. Heute die zweite Baufolge. In der ersten haben wir ja schon angefangen mit dem Grundriss. Das kam ja schon mal sehr gut an. Ich habe so ein bisschen gehofft, bisschen zu futuristisch, aber es sollte ja ein modernes Krankenhaus sein. So ein normales, in Anführungszeichen, haben wir ja schon gebaut. Und da bauen wir heute weiter. Ich fliege hier nochmal drum rum und ihr klickt erstmal den Daumen hoch. Dann geht's auch schon los. Dankeschön. So, zuallererst muss ich auch wieder den Cheat eingeben. Bibel.enableFreeBuild. Kurz ist er mir entfallen. Alle Cheats gibt's auf SimFancy und auf dem Cheater Mauspad, zumindest die wichtigsten. Immer im Blick, gibt's auch als großes Mauspad. Guckt da mal rein, falls ihr das noch nicht kennt. Sehr beliebt hier in der Community. So, wir bauen heute Krankenhaus weiter. Ich habe euch letztes Mal gefragt, was machen wir? Bauen wir mit allen Packs oder nur mit ein paar bestimmten? Es gab so ganz viele Likes, auf jeden Fall richtig viele Likes auf alle Packs, aber auch ein paar auf nur Innendesign. Das war so euer Feedback und jetzt gucken wir einfach mal, wie wir voranschreiten. Ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mal mit an die Arbeit und mit dem Innendesign Gameplay Pack und dann gucken wir, ob wir auch noch weitere Packs verwenden. Wie gesagt, ich habe ja schon ein Krankenhaus gebaut, nur mit an die Arbeit. Das Wehchen sei es mir hier vergönnt. Ich hoffe, ja, man kann es nie richtig machen, ne? Ja. Aber ich denke, die meisten werden damit zufrieden sein, deswegen auch eure Votes. Vielen lieben Dank dafür, dass ihr da mitgemacht habt. Ich würde jetzt auch noch hier so ein paar Fenster platzieren. Da gucken wir mal, wie wir das am besten machen. Und dann können wir da vielleicht auch so ein bisschen noch was Spezielles machen, ne? Mit so einem Dingsfenster hier, ne? Das ist auch schon mal gut hier, so. Dann benutze ich zumindest hauptsächlich, ne, an die Arbeit. Das heißt, dass wenn man dann InDesign zum Beispiel nicht hat, ist es nicht ganz so schlimm. Wenn dann so ein paar Sachen dann entfernt werden. Was ist hier schon wieder kaputt? Baby.move abschneiden, machen wir mal rein hier. So, ja, geht halt auch hier dazu. So, dann haben wir da doch mal so einen Raum. Dann gehen wir da auch noch mal rein. Das ist unser Babyraum. Wenn wir was Besonderes hier noch mal ein bisschen machen, ne, dass das nicht alles so gleichmäßig hier ist. Let's do this. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Das ist hier irgendwie nicht ganz symmetrisch. Jetzt. Und dann haben wir da ein bisschen Licht wenigstens. Ne, man braucht nicht so viel in Krankenhäusern. Ist tatsächlich so, weil oft kann man ja nicht wirklich reingucken, finde ich jetzt. Aber wir haben ja so ein paar Lichtkegel auch von oben. Ne? Das ist schön runterstrahlt. Können wir auch mal das Nachmittagslicht machen. Da ist das auch relativ. Ja, die ist nicht wirklich steil, die Sonne. Ne? Sehr, sehr langer Schatten. Aber trotzdem können wir mal gucken, ob das hier so hinhaut. Aber viel Licht haben wir da nicht. Ne? Okay, dann beleuchten wir erstmal grundsätzlich. Ist natürlich auch wichtig, muss man auch tun. So, und dann gehe ich mal hier in die LEDs rein. Ne? Das ist natürlich auch mal schick, wenn wir das so machen. Und ich habe ja schon so ein paar Ideen geäußert. Das kam auch relativ gut an. Ist halt wieder voll des Lobes hier gewesen. Muss man echt so sagen. Meine Aufteilung letztes Mal, ne, kam auch sehr gut an. Ihr seid aber auch wieder lieb alle, aber ihr sollt gern schreiben, wenn euch was nicht gefällt. Bitte, danke, ne? Und es ist auch, ja, kam auch so ein bisschen, ne, es ist relativ groß, aber man braucht den Platz auch. Also man braucht diese 6 Betten und so mindestens fürs Gameplay. Deswegen finde ich das gar nicht mal so groß. Und wir sind ja auf einem Stockwerk, ist auch sehr, sehr, sehr gut, ne, wenn es um Zeitfresser geht. Im Gameplay dann das Krankenhaus dann natürlich fürs Gameplay sein, für alle, die erste Folge nicht gesehen haben. Ich würde es relativ weiß mal machen, tatsächlich. Aber trotzdem so ein paar Highlights. Gab auch einen Kommentar, finde ich ganz cool, mit Holz und so ein bisschen was. Machen wir auf jeden Fall auch mit dabei. So, jetzt gehen wir erstmal in die die Operationssäle und so. Da machen wir dann solche breiten Türen rein. Bei den das ist ein Klo. Bei den Türen zu den Zimmern, da würde ich sagen, nehmen wir andere, ne? Dass das besser passt. Hier auch nochmal unsere Schleuse hier, ne? Gucken wir hier erstmal durch und dann geht's hier weiter. Dann, ich habe halt wieder ein bisschen Frosch im Haus. Hier ist Mitarbeiterraum. Da würde ich das so machen, dass wir. Ja, das ist nicht so das schöne Türchen hier für das Patientenzimmer eigentlich, ne? Das ist so ein bisschen arg Bunker-Style, würde ich mal sagen. Wir nehmen da, glaube ich, eine normale Tür. Gibt's da nichts mehr, ne? Okay. So eine schöne Holztür aus dem Basecamp. Oder was haben wir denn? InDesign haben wir ja. Dann machen wir InDesign auf jeden Fall. Also nur mit an die Arbeit möchte ich nicht. Traumhaftes InDesign hat richtig schöne Objekte auch. Da können wir auch so ein bisschen was tun. Dann machen wir hier so ein bisschen mit so einem Holzstreifen dabei. Ist auch ganz schön, oder?
Machen wir das auch. Hier müssen wir da rein. Hier müssen wir da rein. Dann machen wir mittig. Würde ich mal sagen. Ist schon. Guck mal, ist schon groß. Die Tür sieht zu mini aus. Ne? So eine Mini-Tür hier. Die ist leider auch nicht in der mittleren Wandtür. Schade eigentlich. Haben wir da eigentlich neue Fenster bekommen? Nee, ne? Nee. Dachte ich mir schon. Schade. Okay, und dann können wir hier, dass sie nicht abhauen, machen wir keine Balkontür rein. Aber wir können auf jeden Fall so das mal einplanen, ne? Mit den Türen finde ich auch gut. Jetzt mache ich erstmal alles weiß. Wie gesagt, es bleibt nicht so. Habe ich zumindest nicht vor. Aber damit das nicht so ganz nach Rohbau aussieht, würde ich jetzt hier gerne mal auch noch die Tapete platzieren. Ist noch nicht so spannend, ich weiß. Könnt ihr dabei auch schon mal, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf den Daumen oben klicken. Dankeschön euch dafür. Ist nur ein kleiner Klick für euch, hilft dem Channel aber sehr, ne? Muss man auch mal wieder dazu sagen, ja. Okay, haben wir das auch. So, in der Mitte haben wir den Mitarbeiterraum. Da müssen wir auch noch Türen reinmachen. Da würde ich dann mal gucken, ob wir hier noch eine Tür haben, die wirklich für Mitarbeiter ist. Aber ich glaube, das gibt es nicht so wirklich, ne? An die Arbeit. Das könnte noch so eine Tür vielleicht auch sein. Dann nehmen wir da wieder die, ne? Die würde ich auch gucken, dass wir da vielleicht sogar zwei Zugänge machen, damit man da wirklich durchhuschen kann. Und einerseits haben wir hier natürlich den Aufenthaltsbereich, dann haben wir noch Duschen, ne? Und dann noch, ja, mal gucken, was wir da noch reinsetzen. Wir haben auch, habe ich noch vergessen, wir brauchen hier noch ein Fitnessgerät. Das haben die im Originalkrankenhaus. Ich weiß zwar nicht genau wofür, aber auf jeden Fall brauchen wir das. Und hier haben wir ja die Klos, ne? Dann können wir hier nochmal auch Klos und Duschen reinmachen. Dann ist das ein bisschen ja, zugänglicher hier alles, würde ich mal sagen. Wenn wir das hier machen, dann können wir hier die Klos reinmachen und hier geht es dann rein zu den Duschen, die dann nur erreichbar sind über diese beiden Türen. Nicht vom Flur, ich glaube, das ist besser, ne? Machen wir das mal so. Dann lasst uns die Tür vielleicht hier hin machen. Wir müssen hier die Umkleiden, das wollten auch ein paar Umkleide, Umkleidebereich, hier Aufenthaltsbereich und hier Duschen. Ne? Und im Klo gucken wir, ob wir da nochmal eins reinkleben oder irgendwie so. Da gibt es ja diese tollen, was an die Uni, die wir vielleicht nehmen oder vielleicht auch nicht. Das ist ja immer die Sache jetzt, ne? Das ist ja immer die Sache. Da gibt es ja die hier. Und die gibt es nur mit an die Uni, aber da werden es auch schon passen. Ja, so Kabinenklos. Sollen wir das tun oder nicht? Ich frage das echt nochmal. Die allermeisten haben echt gesagt, mit allen Packs kann man schöner gestalten. Braucht man es unbedingt? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wirklich mal die Überlegung. Ja, also ich würde es jetzt mal sagen, wir können es vielleicht mal mit einplanen. Aber ich würde es jetzt nicht als ja, gesetzt definieren. So, dann gehen wir mal weiter. Wir gucken mal weiter. Jetzt habe ich schon wieder eine Idee, was ich wieder ein anderes Pack brauche. Und zwar diese Holzpaneele, die so schön sind aus Großstadtleben oder auch aus Nachhaltigleben. Ne? Als Boden. Da gibt es auch diesen schönen Boden. Ne? Das ist auch Tobi Floddy. Ich finde ihn voll cool, weil das so ein bisschen auch futuristisch, aber trotzdem haben wir das Holz so ein bisschen dabei. Was ich jetzt ganz schön finde, auch die hellen Töne. Die dunklen haben es aber auch in sich. Aber im Krankenhaus würde ich wirklich mehr ins Helle gehen. Aber nicht das ganz Helle, vielleicht auch nicht das Weiße, ne? Sondern so eine, wir gucken mal, ne? Das ist eher so grau, da finde ich jetzt nicht so toll. Aber das da eventuell, das ist ganz schön. Und ich denke, da kann man auch was mitmachen. Könnte auch ein PVC sein. Ist erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, für solche Räume ist das eigentlich ganz in Ordnung, oder? Oder wir nehmen diesen, der ist auch voll schön, ne? Ist ein bisschen wärmer noch. Haben wir noch ein bisschen mehr, dann können wir ein bisschen Inselfarben hier machen, haben wir auch die Streifen hier. Können wir das vielleicht mal als Standardboden reinsetzen? Sollen wir da auch in die Patientenzimmer das auch machen oder nehmen wir da was anderes? Also in die OPs möchte ich natürlich was anderes reinmachen, aber in diese Aufenthaltsbereiche oder so. Hier fällt auch nochmal den da rein. Und ansonsten nehmen wir dann einen Fliesenboden bzw. einen Steinboden. Da wäre natürlich wieder Wellness-Tag hier angesagt. Also wird es wahrscheinlich doch raus auf alle Packs hinauslaufen. Oh je, Leute. Macht mich fertig hier. Ich will das ja immer so viel wie möglich zugänglich machen, Mensch. Also da würde ich schon auf jeden Fall einen weißen Boden rein mit so schönen Fliesen. Aber da können wir auch den da nehmen. Der ist noch ein bisschen schicker hier, ne? Schicke Mäge hier. Na, das macht schon viel aus. Okay, ich glaube, der Groschen ist gefallen. I'm so sorry. Nee, ich glaube, wir müssen, glaube ich, wirklich alle Packs. Ich habe jetzt Bock drauf. Spontane Entscheidung. Okay, also dann planen wir die Klos ein.
Alright. Duschen brauchen wir gar nicht mal so viel Platz. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen was klauen. Für unsere Klos. Und dann machen wir die Tür hier rein. Dann haben wir hier... Na gut, ist die Frage, ob man das nochmal abtrennt. Weil man könnte ja die Klos so rum reinsetzen. Moment, schon mal. Zack, zack, hier, da, so rum. So rum reinsetzen. Machen wir hier drei. Drei müssten ewig ausreißen. So viel braucht man gar nicht, ne? Ist halt schon, macht halt schon einen Unterschied. Das sind halt so öffentliche Klos einfach, ne? Oder haben wir ein Labor eingeplant? Ich dachte, hätten wir das Klo eingeplant. Das ist aber wieder ein bisschen blöd. Wobei, es ist ja auch zentral hier. Aber hier wollten wir doch einen das Klo rein, ne? Wenn man hier vom Eingangsbereich, wobei die ja eigentlich nicht im Eingangsbereich aufs Klo gehen, die Sims. Das stimmt. Also vom Gameplay her, die Sims, die erwarten, die gehen gar nicht aufs Klo, ne? Das gehen nur die Mitarbeiter eigentlich aufs Klo. Die Patienten gehen, glaube ich, nicht mal. Gehen die auch aufs Klo? Ich weiß es nicht. Und dann können wir das so machen, dass wir hier die Klos machen. Als separates. Oh, das wird wieder knapp vom Platz. Können wir da nochmal eins klauen hier? Und dann können wir hier die Klos machen. Wir brauchen nämlich noch die Waschbecken gegenüberliegend. Das ist nicht so einfach. Und dann können wir das so machen. Dann machen wir, nehmen wir das andersrum, so rum. Dann können wir hier noch zwei Waschbecken reinsetzen in diese Nische. Und hier setzen wir dann die Schränke rein. Ne? Die Mitarbeiter-Schränke. Umkleideschränke. That's the thing. Oh je, das ist wieder ein komischer Raum hier auch. Gerade überlegen, ob wir das nicht nochmal ein bisschen anders aufteilen, damit wir da nicht diesen Schlauch haben, sondern eher hier diesen Schlauch. Das wäre nämlich auch noch eine Idee. Ich glaube, ich probiere es mal. Also wenn wir das anders aufteilen, wäre es, glaube ich, praktischer, weil sonst haben wir da so einen komischen... Ich packe das mal raus hier. Sonst haben wir da so einen komischen Raum. Also wenn wir hier nämlich die Klos reinsetzen, sind wir noch zentraler. Na gut, hier schenkt es sich eigentlich, ist egal. Probieren wir das mal aus. Können wir hier die... Das ist mal ein bisschen zickig mit den Dingern da, ne? Können wir hier die Klos reinsetzen. Hier dann die Waschbeckenwall. Und hier dann die Umkleide, weil dann hat man da ein bisschen mehr Space. Und dann machen wir hier... Ist einfach wegen der Schlauch... wegen der Breite und der... Ne? Das ist hier einfach angenehmer. Und dann hat man hier die Umkleide. Hier dann die... Nehmen wir hier die Duschen rein, passend zum Klo, dass man da auch noch durchkommt vielleicht. Und hier dann den Aufenthaltsraum. Also gerade andersrum hier alles. So, und hier und da. Da haben wir gesagt, Umkleide machen wir hier auch das so. Und hier dann die Duschen. Dann können wir nämlich hier nochmal durch. Ja, das sind wir da frei. Das sind wir da frei. Da brauchen wir hier nicht rein. Aber hier rein. Und da dann auch nochmal. Wir machen das komplett zugänglich, dass man da wirklich durchhuschen kann, ohne Zeitverlust. Das finde ich sehr wichtig. Finde ich sehr wichtig. Aber hier machen wir das raus. Ist man hier rein und dann ist man da auch ja gleich drin. Ne? Essen, trinken, kacken. Umkleiden. Ist ein bisschen Dekoraum umkleidet, deswegen ist er auch ein bisschen kleiner. Aber passt auf jeden Fall sehr gut rein. Man könnte es auch aufmachen zum Aufenthaltsraum, aber ich würde so die Umkleide schon nochmal separat machen. Wobei man die Umkleide auch Richtung Duschen setzen kann, dass man es vielleicht doch nochmal umdreht, ne? That's the thing here. That's the thing, dass man die Duschen doch hier reinmacht. Ja, ist glaube ich besser. Aber die Duschen daneben, die Umkleiden, ist besser als neben die Klos. Okay. Ja, es ist wichtig. Das ist immer die Aufteilung hier am Anfang. Dann haben wir das nämlich zentraler hier. Und dann kann man von den Umkleiden, von den Duschen nochmal raus. Dann finden wir die Duschen auch nochmal ganz raus. Aber eigentlich durch die Umkleiden finde ich besser, ne? Muss man schon ein bisschen arg jetzt hier außen rumlaufen. Ja, ich würde das nochmal. Machen wir hier nochmal eine Tür rein. Das ist hier aber was hier, würde ich mal sagen hier. Ja, ja. Der kurze Weg, der ist nachher ausschlaggebend. Man muss es so sagen. Es ist echt so. Okay. Ich glaube, ich hab's jetzt.
Ja, schön. Ja, auch schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich sag das, glaube ich, gar nicht so oft genug, weil ich es wahrscheinlich für selbstverständlich auch erachte. Immer noch ein Frosch im Hals. Heute habe ich irgendwie Frosch im Hals. Aber es ist wirklich krass, ne? Also wie viele da immer zugucken und auch mitfiebern und mit kommentieren und dann auch das, was ich gebaut habe, nochmal, die ist besser, ne? Hygiene 4, die Hygiene 3, die ist nicht so toll. Alle jetzt nicht so ideal. Aber die ist schon besser. Machen wir hier die Duschen rein. Ne, können wir 3 Stück mal planen oder so. Und dann haben wir hier die Umkleide. Hier den Aufenthaltsbereich. Okay. Couch. Erstmal eine Couch so reinstellen, dass wir hier wissen. Ja, das, ja, die nicht. Die ist zu unbequem. Machen wir eine schöne Mitarbeiter-Lounge hier rein. Sowas vielleicht. Ne? So ein bisschen was Modernes, Schlichtes. Eher günstigeres, sage ich jetzt mal. So, dass man halt mal kurz Platz nehmen kann. Okay, dann haben wir das auch. Haben wir das auch mal geplant. So, die Betten, wie gesagt, die würde ich gern so rumlassen. Man muss ja auch rankommen, rechts und links. Man kann das auch noch ein bisschen zurück. Es gibt ja in Krankenhäusern immer diese an der Wand, so die Sand. Vielleicht können wir da auch was basteln. Vielleicht fällt euch da was ein. So Schränke oder dass man da irgendwas noch hinmacht dahinter. Immer so ein bisschen schwierig. Ich habe auch so ein paar Bilder angeguckt. Immer hilft immer. Man denkt immer, ja klar, Krankenhaus, 100.000 Krankenhausserien kennt man doch. Aber nee, ne? Es ist wirklich so. Es ist nicht gängig, ne? Jetzt ist hier wieder die Schadigkeit, dass wir da natürlich kaum Farben haben. Man könnte hier, also ich würde es glaube ich dann in das Blau nehmen, dass wir doch ein bisschen in dem Hellen bleiben. Und da hätte ich jetzt gesagt, das war auch noch so eine Idee von euch, dass wir diese Deko, ich glaube das sind Wandpaneele, ne? Die einen sind aus Wand und die anderen, genau. Da gibt es ja auch die Hellen, da können wir uns überlegen, ob wir die nehmen oder die anderen. Ja, die passen schon besser. Dass wir da dann so ein bisschen was machen mit Grün und mit Holz. Ne? Dass es eine schöne Rückwand hier gibt, so. Welcome to the hospital. Ja, ich rede mit Absicht so komisch für alle, die neu dazugucken hier. Ist ja echt immer so, dass das immer wieder, also es sind mehr als gedacht immer. Ich muss mich da auch erstmal so ein bisschen immer dran gewöhnen. Das sieht jetzt komisch aus. Dass das eigentlich echt ein Drittel ungefähr sind neue Zuschauer. Das ist eigentlich voll krass. Das ist eigentlich voll krass, aber es zeigt auch, dass der Channel gesund ist, dass immer wieder neue dazukommen, natürlich auch wieder ein paar gehen, aber es ist so ein guter Durchlauf. Hallo, guckt ihr das erste Mal zu? Ich bin Daniel, hallo. Guckt den Channel-Trailer an. Heute bin ich irgendwie anders drauf, ne, als sonst. Das ist komisch. Zeit für Freunde, das Eva ist natürlich top, ne, für sowas. Finde ich richtig schön, dass wir da noch ein bisschen Grün reinpacken, ne, in die gute Mode. Ich würde auch hier nochmal ein paar Lampis weiter ergänzen. Das ist noch ein bisschen mehr. Ja, das bisschen leuchtet. Und dann holen wir uns. Jetzt ziehen wir aber echt alle Register. Wenn schon, denn schon dann, oder? Dass wir die Wasserfälle, die ich jetzt jedes Mal suchen muss, seit das Scheißzeug neu aufgeteilt wurde. Sorry. Oh ja, die sind auch gut. Oh ja, die sind auch gut. Hier nehmen wir auch nochmal damit dazu. Hier. So ein paar Leuchtwände, so indirektes Licht. Voll schön, oder? So wie bei der neuen Schaukel von dem Pack da, von dem Kinderpack da. Wie heißt das? Kleine Camper. Ich denke immer an den englischen Namen und komme da nicht auf den deutschen, obwohl es eigentlich eine Direktübersetzung dieses Mal ist, ne? So, was haben wir denn noch jetzt hier? Ja, diese Leuchtstreifen sind ja auch nicht schlecht, ne? Folgen Sie den Leuchtstreifen. Aber die sind ein bisschen arg wie im Flugzeug so, ne? Aber die sind ein bisschen arg, ja, ein bisschen arg. Die sind so, die stehen so weit ab, die sind so Stolperfallen gefühlt. Wo sind die Wasserfälle jetzt? Sind die hier jetzt drin? Wo sind die gelandet hier und so was? Nutzen wir viel zu selten. Haben wir am Anfang ganz oft immer benutzt, ne? Hier zumindest bei mir und jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr. Weil ich habe was vor, und das habe ich hier verschissen, weil ich gedacht habe, das ist nicht so breit. Und zwar hätte ich gern, dass wir da das Logo reinhängen. Ist das jetzt immer noch so, dass die oben rausgucken eigentlich? Haben sie das immer noch nicht gemacht, ne? Ja, tatsächlich. Diese Banausen hier, diese Bananen. Es gibt aber den anderen mit Wasser-Ding unten. Müssen wir mal gucken. Das ist so doof, echt. Wellness-Tag, aber mal alles zeigen. Zeigen Sie alles. Oh, das ist auch ein schönes Regal. Ja, das können wir irgendwo noch verwenden hier als OP-Regal oder so. Schöne Spiegelein. Das machen wir auch noch nicht ins Klo hier vielleicht. Da.
Mittlere Wandschwere, ja. Die sind ein bisschen tiefer, glaube ich. Ja, tatsächlich. Glaubt man doch nicht, ne? Die sind tiefer hier. Und die... Die sind zwar nicht so minimalistisch, weil die haben unten so ein Auffang-Dings nochmal. Aber ich finde die trotzdem voll schön. Jetzt können wir nämlich statt Krankenhaus... Praxis mit Herz. Das Krankenhaus-Schild. Entweder nehmen wir gleich das, dass es nochmal hier drin ist. Finde ich eigentlich ganz schön. Wieso müssen wir das immer außen platzieren? Können das auch innen platzieren? Ja, das ist ein bisschen dumm. Ja, wäre hier der Aufenthaltsbereich, hätte man das grün noch hier schön, aber nein. Müsste man das weiter vorstellen, das geht nicht so gut. Das ist schade eigentlich, ne? So wäre es natürlich ideal. Oh je. Das ist schon scheiße jetzt. Was machen wir denn jetzt? Das Grün kannst du ja hier nicht lassen, oder? Das sind auch so die Duschen hier. Da kannst du höchstens einmauern. Das wäre noch das. Eigentlich haben wir Platz genug, ne? Könntest du einmauern und sagen, hier ist einfach hier Versorgungsraum, ne? Rohrsysteme und so. Können wir die Duschen hier in die Nischen setzen? Duschen in die Nischen. Ich glaube auch zwei reichen. Da können wir ja hier noch ein bisschen Schränke oder Handtücher machen. Eine Bank. Können wir nochmal vielleicht eine Dusche oder zwei. Machen wir doch hier zwei. Da können wir auch mit den Plattformen was arbeiten. Hatten wir ja damals ja auch noch nicht. Finde ich immer ganz schön bei Duschen, wenn die so nach unten oder auch nach oben versetzt sind. Hat auf jeden Fall was. Weil jetzt haben wir da richtig Schönes hier. Und das ist wieder dunkel jetzt. Scheiße. Ernsthaft jetzt? Das ist doch beschissen. Warum ist das jetzt so dunkel? Wegen dem Objekt da, ne? Nehmen wir das noch ein Stück weiter raus. Hier, guck mal hier. Come on, liebes Spiel, lass mich statt. Ist immer dunkel jetzt, oder wie? Ah, Spiel, du bist echt doof manchmal. Manchmal hasse ich dich wie die Pest. Aber wisst ihr, was man machen kann? Wir tricksen wieder, was das Zeug hält. Aber man müsste eigentlich gehen, wenn wir hier nämlich in den Keller ziehen wieder, dass wir das von unten nach oben hochleveln. Dann haben wir immerhin das Außenlicht. Immerhin. Was aber jetzt auch nicht so schön ist, man könnte da auch einen Raum ziehen einfach. Machen wir den zu, dann wäre es dunkel. Wenn wir den beleuchten von unten den Raum, nimmt es eigentlich die Beleuchtung an. Und dann wäre das nämlich weiß hier. Man muss nur wissen, wie. Das muss noch ein bisschen hoch. So. Chagalaga, ihr Problem gelöst. Wäre doch gelacht hier. Wir lachen. Okay, machen wir das hier auch nochmal hier completed, ne, würde ich mal sagen. Man kann es auch, ist auch witzig, man kann das auch verkleinern, ne. Dann bleibt das Wasser, bleibt aber groß, eigentlich auch schön. Aber dieser tolle Effekt hier, früher war das anders, der bleibt irgendwie unten. Ne, das ist ein bisschen doof, könnte man da drin sogar verstecken. Aber ich glaube, ich fände es jetzt, glaube ich, besser, wenn man das... Oder wir gucken mal, kommt das erst, wenn man im Live-Modus, müssen wir mal gucken. Nee, das Wasser läuft nur noch da unten. Früher war das so, dass das überall gelaufen ist. Ja, schade, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, das ist echt doof. Aber gut. Da patchen sie manchmal irgendwas kaputt wieder. Man weiß es nicht, warum. Aber es ist, wie es ist. Okay. Haben wir das auch geschafft. Hier haben wir das auch geschafft. Man könnte auch hier nochmal so ein Ding machen. Mitarbeiterraum. Aber ich würde das gern nicht machen, weil wenn die Patienten abholen, ist auch wieder Gameplay-relevant, laufen die ja hier durch und dann hier in die Zimmer. Und ich will nicht, dass die da durchlatschen durch unsere Behelfsräume. Da auch so ein bisschen die Überlegung, ob ich überlege, hier das zuzumachen. Damit die dann halt, ja, ist halt wieder der Umweg. Damit die da halt, ja. Oder wir drehen den Spieß hier um, weil ich glaube, man ist eher in Richtung Patienten unterwegs, Patientenräume. Dass wir die Klos hier hin machen. Ist das blöd gemacht mit den... Dann können wir die Tür nämlich außen hin machen. Also... der Seite unten jetzt hier im Bild. Und dann ist es nicht mehr so... dück, ne? Da ist nicht mehr so weit. Und das hier ist eh Dekoraum und Duschen kommt man hier rein. Also... da wäre noch die Möglichkeit, dass die dir durchlaufen, ne? Da ist sie ja jetzt. Dann machen wir das hier an das Eck ran hier. Das ist an das Eck ran hier. Ja. Dann heißt das 50-50 fast hier, oder? Dann haben wir da gar keine Tür an der Wand. Ja, okay. So, was ist denn hier schon wieder los? Alle schon krank hier. Wir haben noch nicht eröffnet. Wir bauen noch.
Was können wir in die Mitte denn machen? Da müssen wir uns auch noch was überlegen. Haben wir einmal jetzt das Logo. Haben wir natürlich hier drin dann weiß, damit es hier zum Stein passt. Sollen wir das auch grau machen? Dann ist das wenigstens so ein bisschen noch angeglichen. Ne, das Weiß ist auch schon grau, ne? Ja, ist auch schon grau. Haben wir das auch? Was können wir denn da noch in die Mitte machen? Da wäre noch irgendwie auch irgendwie eine Info oder irgendwie so ein Bildschirm oder irgendwie sowas, ne? So ein Infoscreen oder irgendwas. Irgendwas hier, so ein gleich schon großen hier. Komm, läuft der Dingsfilm, der Imagefilm des Krankenhauses. Gucken da alle Fernsehen bestimmt, sag ich euch. Machen es trotzdem mal. Ich finde das cool irgendwie. Ich mag das. Ich finde das schön. So eine richtig schöne, toll, so eine Privatklinik, ne? Und die setzen wir hier dazu. Hier ist die Abzocke hier. Die Fressautomaten. Ich glaube, manchmal glaube ich, die lassen einen mit Absicht länger warten, damit du dir im Automaten da noch leerst und da noch richtig Kohle reinsteckst, ne? Jetzt brauchen wir hier natürlich auch nochmal diese Doppeltüren. Hier kommt, hier haben wir das da, genau, dass die nicht da reinlatschen. Und jetzt können wir hier eine schöne Lounge-Bereich machen. Ich würde jetzt hier an der Seite, weil das ist ja die Tür, na, da brauchen wir ein bisschen Platz. Da kommen die gefühlt mit dem Krankenwagen rein. Also nicht rein, aber da gibt es ja meistens eine extra Zufahrt. Bei uns gibt es das nicht. Ne? Die Krankenwagen kommen ja nicht zum Vordereingang rein. Aber hier braucht man so ein bisschen Space, finde ich. Da kann man nicht zustellen hier. Das wäre so ein bisschen... Und hier machen wir das auch so, dass wir dann da nochmal... Weil hier stehen die Sims. Die will ich auch nicht blockieren. Das ist immer beschissen, wenn die blockiert werden, die Sims. Dass wir dann hier nochmal so eine Ecke machen. Und da das vielleicht so ein bisschen schöner, ne? Ich auch im Überlegen am besten so, ne, dass die so gegenüber sitzen. Passt nämlich gerade ganz gut. Hätte auch dazwischen noch mal was machen können. Hier ist so eine Trennwand oder so, vielleicht auch mit unseren Holzdingern. Und dann könnte man, ich glaube, aber das reicht, ne, mehr Sessel braucht man nicht. Sollen die da schön am Rand sitzen? Und dann überlegen wir uns das noch mal. Weil wenn man es andersrum macht, so rum in die Richtung... Also, ne, ich zeig's trotzdem nochmal kurz so. Dann müsste man hier nochmal Platz lassen. Dann wären wir hier wieder mit der Ecke da, ne? Das ist nicht so ideal. Und das Coole ist auch hier nochmal ein Tipp für alle, die es noch nicht wissen. Wenn ihr Objekte platziert, die Sims brauchen ein halbes Kästchen, also so was hier, ne? Brauchen die zum Laufen. Nicht ein ganzes. Das heißt, wenn wir jetzt einen Tisch nehmen... Und den in die Mitte stellen, und das Ding ist ja auch nicht ganz in der Mitte, kommen die Sims da nach hinten. Also wir können jetzt hier uns einen schönen Packtisch aussuchen und die Sims können da hinlaufen. Es sieht erstmal sehr eng aus. Die werden vielleicht auch dreimal sich rumdrehen, aber es funktioniert. Und wenn es dann irgendwann doch mal, weil das Objekt eine höhere Kollision hat, nicht klappt, man kann die immer noch mini-mini-Pupsi hier nach hinten schieben. Und dann ist das auch gebongt, ne? Ist dann auch hier nochmal ein bisschen luftiger, ne? Wir können ja immer noch ein Stückel hier ein bisschen cheaten hier in die Wand rein und so. Okay, jetzt haben wir nochmal, also die Treppen machen wir nur außen, wie gesagt, sonst müssten wir innen den Lichtkegel machen. Hier machen wir noch so schöne Fahrradständer rein, auch selbst deswegen bräuchten wir eigentlich alle Packs, ne? Können jetzt mal kurz hier ein bisschen weitermachen. Weil ich möchte jetzt nicht, also zur Erklärung, ich möchte jetzt nicht, dass wir alles fertig bauen. Und nachher habt ihr noch voll die guten Ideen und dann habe ich schon den Raum komplett fertig und dann kann ich da nichts mehr tun. Deswegen mache ich das immer so ein bisschen locker, damit schon mal das Gröbste drin ist und ihr auch meine Richtung so ein bisschen versteht. Aber wir machen das nicht so, dass es dann komplett fertig ist schon, ne? Weil ich finde das dann zu fix schon, ne? Ich kann es ja am Ende nicht mehr komplett umbauen. So ein paar Bereiche wie das machen wir schon halbwegs fertig, wenn ihr nicht alle komplett rumschreit, was ist denn das? Ich glaube auch, wir brauchen hier einen Stuhl. Das habe ich jetzt leider nicht mehr angeguckt, aber ich denke, da war auf jeden Fall ein Stuhl an dem Empfangstresen. Da müssen wir auch mal gucken. Das gibt es teilweise auch bei der Polizeistation. Baby.show Hidden Objects auf jeden Fall mal reinmachen, dass wir die verborgenen Objekte haben. Dann gehen wir mal in alle Anzeigen an die Arbeit. Und manchmal gibt es einen extra Stuhl und da steht dann, dass der nur hier für den Chef ist, ne? Also für den
Für den Polizeichef. Hier ist der Stuhl des Polizeichefs. Das ist quasi die Markierung, dass dort der Polizeichef sitzt und nicht ein normaler Mitarbeiter. Da muss man dann ein bisschen gucken. Früher war es so, bevor wir diesen Show Hidden Objects Modus hatten, dass man sogar die Originalobjekte der Feuerwehr behalten musste. Das heißt, man durfte die nicht abreißen, musste wirklich den Stuhl nehmen, der dort schon war, weil das ein extra dafür eingefertigter Stuhl war, den man nicht im Kaufmodus gefunden hat. Ja, tatsächlich. Bin mir nicht sicher, ob das immer noch so ist. Auf jeden Fall machen wir hier mal so einen Stuhl hin. Und wir holen uns natürlich noch Theken. Ich habe aber die vage Vermutung, dass damals schon war das so, dass das nicht die Farben waren. Aber wir haben Glück gehabt. Die vier Farben gibt es. Ja, bei der anderen Theke gab es das nicht. Da gab es das nämlich nicht. Wir machen mal ein bisschen eckig, wobei wir eigentlich viel Rundungen und so haben auch. Müssen wir ein bisschen uns überlegen. Wir haben so ein bisschen das Runde, das Gebogene als Style. Ob wir das auch machen wollen. Sieht nämlich auch noch gar nicht mehr so schlecht aus. Hier flaggert das? Flaggert ja nicht mal. Zumindest nur minimal. Aber das wäre auch mal was hier, wenn man da nochmal ein bisschen was Besonderes macht oder so. Ich weiß noch nicht. Nee, das geht nicht. Müsste man das breiter ziehen. Ich würde das, glaube ich, mal. Machen wir nur die Runden. Ist ein bisschen mickrig, ne? Wobei, dann haben wir das hier schön eingelassen, parallel zum Hintergrund. Sieht auch so ein bisschen aus wie so Flügel, der hebt hier ab. Positiv. Okay. Der Empfangstresen. Da machen wir natürlich noch Pflanzen rein, Leute. Das sieht nämlich hier voll kacke aus. Ja, das muss echt so sagen. Oh ja, das sind auch so schickimicki Pflanzen, ne? Mit wenig Erde. So ein bisschen clean auch und trotzdem modern. Soll es ja sein. So ist so der Stil, den ich so durchziehen möchte, ne? Wie die Wand. Grünholz, weiß, schickes, modernes Krankenhaus, oder? Wir bauen die heutzutage, die Krankenhäuser hier. Können wir das hier auch nochmal machen vielleicht? Hier ist mir so ein bisschen noch zu eng, muss ich ehrlich zugeben. Da ist noch ein bisschen, ich hätte es gerne ein bisschen luftiger, wisst ihr? Das ist noch so eine, das beißt sich bei mir noch irgendwie noch ein bisschen. Da muss ich nochmal überlegen, ob ich das so mache oder nicht. Ob ich das so mache oder nicht. Aber hier ist auch ein bisschen schwierig. Man könnte ja hier reingehen. Aber diese Nische, das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass es hier so separiert ist. Man könnte aber auch hier diese Problematik hier lösen, indem wir das einfach so machen. Die hier noch ein bisschen rüber setzen, dann ist das nicht so gequetscht. Ich glaube, das fände ich besser. Machen wir das mal so, oder? Hier gehen wir dann auch nochmal ein bisschen luftiger rein. Dann können wir nämlich in die Mitte vielleicht auch so ein Pflanzen-Ding noch reinsetzen hier. Wir müssen hier noch auf jeden Fall näher ran. Gucken wir mal auf das Gear. Ja, hier ist die Linie. Das sind wir ein bisschen über der Linie hier. Genau. So ist das doch gut hier. Finde ich gut. So ist besser. Auf jeden Fall besser hier. Da können wir dann auch noch so ein bisschen diese Designerlampen nehmen vielleicht, oder? Krankenhaus so ein bisschen hier so... So was. Ja, ist schon. Die sind noch relativ hoch. Man sieht es ja bei der Tür. Die sind noch über Ding. Über Kopf. Aber das wäre, glaube ich, ganz schick, so finde ich. Ne? Da würde ich mich auch gern aufhalten. Da würde ich auch gern warten. Teilweise ist das auch schon eklig, ne? Wenn es so riecht. Ich mag das gar nicht. Da riecht es nach Krankheit. Es wäre cool, wenn der Tisch in der Farbe so übergehen würde von dem Holz irgendwie. Guck mal, das gibt's sogar. Leck mich am Arsch. Entschuldigung. Ich finde, das hat irgendwie voll was, wenn das so ineinander übergeht, irgendwie von oben bis nach unten. Ist ja irgendwie so ein Design-Element. Der Tisch ist das Strukturelement. Und wir hängen keine komischen Sonnenblumen auf. Nein, wir hängen schöne abstrakte Kunst auf, wie man das so kennt aus so sehr modernen Krankenhäusern. Nicht, dass ich jeder irgendwie ständig bin. Kurzer Insider, obwohl ich sowas eigentlich fast nie teile. Ich habe auch mal Zivildienst gemacht. Damals gab es das noch. Ich war einer der Letzten. Ich glaube sogar der Allerletzte. Ich bin der Letzte. Ne, echt mal, weil das war wirklich so. Danach musste man es dann nicht mehr machen. Es war eine Erfahrung wert, aber ich würde jetzt sagen, man muss es nicht. Also sollte schon jeder mal machen, so wie ich das sagen. Aber ist natürlich trotzdem ein verlorenes Jahr, was ein bisschen schadig ist. Ne?
So stelle ich mir das halt vor, irgendwie. Oder wir nehmen, nee, so war es noch besser, genau. Ist der Rahmen nicht so fett. In diesem anderen Bild ist der Rahmen so fett, wenn man es vergrößert. So weit muss da rein. Hier, da muss er richtig weit. Ja, da gibt es auch Sonnenblumen, sehe ich gerade hier, oder so weit ähnliches. Nee, das sind so Krankenhausbilder. Oh Gott. Schmeiß mich weg hier, wirklich. Da muss so was Abstraktes rein. Ich würde sogar irgendwas machen, was nicht blau und nicht irgendwie. Das ist. Oh, das Gold passt aber auch gut, ne? Dass es nicht wieder zu sehr nach Dings hier aussieht. Hier, das da sind die Streifen hier. Die setzen sich hier fort. Nehmen wir eigentlich das Weiße? Das sieht auch schon wieder so krank aus, ne? Das Weiße, das sieht so krank aus. Das soll ja natürlich schlicht sein. Vielleicht mit den Schwarzen da noch? Weil dann hätten wir das Bild wieder ein Stück weit aufgegriffen, das Schwarz vom Bild. Ist schon knallig, aber ich denke, das ist okay. Da kann man auch gut abwischen dann, falls jemand mal hier ständig nach der Hygiene auch gucken. Sowas wollte ich eigentlich dahinter setzen, irgendwie sowas. Das ist nicht so das Schönste wegen diesen Stangen. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch so ein... Oh, das ist natürlich auch top. Das ist so ein bisschen Wohnraum, aber trotzdem industriell, ist aber viel zu groß natürlich. Ja, das ist auch wieder so. Das ist wieder so Reha-Klinik irgendwie, die Pflanze. Ich kann mir nicht helfen. Oh, also immer wenn ich die schönen Pflanzen jetzt sehe, ist eine meiner Lieblingsobjekte. Muss jetzt an Reha-Klinik denken oder so ein Scheiß. Nicht, dass ich da je war. Ja, ja. Da habe ich auch im Krankenhaus quasi Zivildienst gemacht. Darauf wollte ich hinaus gehen. So was brauchen wir hier noch. Das ist so uns auf. Wir haben noch viel Flur vor uns. Ja, das wird sich noch hier. Finde ich auch schön, wenn man die vergrößert hat. Auch was. Da ist auch schon ein schönes Ding. Ja, oh, das ist auch schon schön. Man könnte es auch selber basteln mit so einer Plattform wieder. Oder mit solchen Dingern. Was natürlich mit der Holzfarbe wieder harmoniert. Weil da gibt es auch unsere helleren Holztöne. Was auch schon sehr schön wäre. Ist auch wieder eine Barriere, da können wir unser Bild wieder knicken. Aber vielleicht passt das ja irgendwo rein dazu noch, ne? Das ist noch so ein bisschen. Gibt es die nur in der Höhe? Gibt es die nicht höher? Mensch, hab da wieder ja nicht. Ey, man kann die nicht hochleveln. Unten ist ja der Erdtopf da. Ich hätte die aber gern irgendwo noch. Muss ich echt sagen, ja, das ist so schön. Hinten an der Wand wäre auch noch gut hier. So ein scheiß Ohrwurm von dieser Serie. Ich hab halt wieder voll off-topic drin, ne? Ich hab halt wieder voll off-topic. Severance habe ich angeguckt. Das ist ja mal so ein krasser Scheiß. Auf Apfel TV Plus. Und ich hab die ganze Zeit diese Ohrwurm von diesem Intro oder von dieser Melodie. Die Melodie läuft die ganze Zeit auch in der Serie. Das können wir vielleicht hier irgendwie noch reinbringen, dass wir da nochmal so ein Lebensobjekt reinsetzen, ne? Ah, jetzt denke ich schon wieder an Sterbehilfe. Das ist auch schön. Das würde auch hier in diesen Wintergarten da reinpassen eigentlich, ne? Das ist mal ein bisschen blöd, hier mit drei Kästchen. Aber das wäre auch mal ein Luxus-Ding gewesen. Das wäre ja nochmal hier irgendwo, ja gut, hier in den OP-Dingern am besten nicht mit Erde und Scheiß. Aber in den Dingsbereichen hier, wieso denn nicht hier in den Gängen? Hier wird nicht gerannt, die bauen hier Poller rein, dass die da nicht rennen können, hier die Sims. Ich finde das ganz schön. Ne, so ein Indoor-Garden hier, doch toll. Okay, das ist auch so eine Krankenhauspflanze, ne? Ah, die stinkt ja schon richtig nach Krankenhaus. Aber die ist eigentlich ganz schön noch. Da gibt es ja noch schlimmere. Ein bisschen müssen wir die Klischees ja dann doch bedienen, oder? Also ich mache das jetzt nicht irgendwie willkürlich. Also im Prinzip eigentlich schon. Ich gucke, aber es ist so, dass ich in jedem Eck mal so ein bisschen was probiere, um euer Gespür hier durch die Kommentare bis zum nächsten Mal zu bekommen. ich würde echt davon absehen, glaube ich, hier nochmal Farben reinzubringen. Ich habe jetzt überlegt, weil wir hier das Blau haben, da könnte man hier auch so vielleicht das ein bisschen knalligeres Blau noch nehmen. Aber das ist halt auch wieder schon sehr klischeehaft. Also so Blau ist halt Krankenhaus, ne? Wenn dann auch nur an dieser Stelle, das war ja so meine Idee, dass man diese Stelle da nochmal irgendwie mit einem Highlight oder so macht. Oder man nimmt hier so eine Betontextur nochmal dazu, dass das nochmal hier
ja, dieses Beton-Thema da nochmal aufgegriffen wird. Muss jetzt nicht dies sein, aber sowas. Da müssen wir uns nochmal überlegen, dass wir den Bruch hier von dem Leuchtkegel zu dem Grün auch mitnehmen. Da könnte dann auch auf der Anzeige könnte auch stehen, wer wo ist oder so, also wer wann die Konferenz ist oder so, ist oft auch in Krankenhäusern so ein Infoscreen. Fände ich, glaube ich, ganz cool. Und die Sims, die hier im Krankenhaus sind, die gucken da ja eigentlich nicht Fernsehen. Die sind ja im Bett, hoffe ich mal. Aber die Sims, die dort arbeiten, also euer Sim, und denen geht's ja, da könnt ihr dann sogar mal hier ein bisschen Fernsehen gucken, wenn er will. Wieso nicht? So als kleine Pause, wenn man die Arbeit getan hat. Jetzt noch eins, und zwar sag, meinst hier, Aktivitäten und Fähigkeiten. Haben die das eigentlich umsortiert? Ich glaube, ich werde alt. Ich suche manchmal echt die Kategorie. Ich denke immer, die haben das wieder umsortiert. Aber ich glaube, das haben sie nicht mal. Wir brauchen nochmal so ein Fitnessgerät hier. Dieses Laufband, was die haben. Da können wir natürlich auch das Moderne nehmen. Weil die haben das da auch da drin gehabt. In diesen Cardio-Fitness-Räumen. Und da können wir dann auch haben wir nicht zwei Räume von denen? Ja, von den Cardios. Ach, hier ist er, ja. Genau. Ich dachte gerade, hast du dein Zimmer vergessen, Scheiße. Dass wir die nochmal einplanen, damit ich die nicht vergesse. So, jetzt seid ihr wieder dran, Leute. Leute, hier ist er dran. Du bist dran, komm zurück. Und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, was ihr kommentiert wieder bis zum nächsten Mal. Ob euch das so gefällt vom Stil oder ob ihr sagt, ne Daniel, Macht das nicht bitte, danke, tschüss. Vielen Dank. Und hier oben haben wir eine schöne Parklandschaft, wie gesagt. Das gucken wir dann noch, dass wir das schön abgrenzen, dass die Kids da nicht runterfliegeln. Vor allen Dingen. Und ja, bis dann. Macht's gut. Euer Daniel. Ciao.